Wir sind Arman und Schlicker, eine Gemeinschaft zweier Jugendlicher aus Ippenbüren, die mit Kreativität und Liebe zum Detail fotografieren. Und heute wollen wir euch mitnehmen auf eine Fototour quer durch den Hegau. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur XXL Tour 2018. Willkommen im Hegau. Hier im Zug nach Singen und wir haben noch einiges zu tun. Der Zug kam etwas später als erwartet, aber wir haben immer noch genug Zeit, um euch zum Beispiel den Trailer vorzubereiten. Alles das, was wir noch machen müssen, müssen wir jetzt noch machen, damit wir gleich, wenn wir da sind, schnell noch Sachen machen können, die auspacken und erstmal pennen. Endlich angekommen. Nach einer langen 8-Stunden-Fahrt haben wir das Hegau endlich erreicht, um uns hier auf die größte von uns beiden jemals erlebte Fototour zu begeben. Nico und ich wollen hier die Landschaft perfekt in Szene setzen. Bizarre Vulkanformationen, betörende Düfte, sagenumwogene Quellen. Eine Mischung aus süddeutscher Toskana und einem mystischen Zauberland. Der Hegau ist eine außergewöhnliche Region. Außergewöhnlich aufgrund seines geologischen Ursprungs, der eine skurrile Topografie geprägt hat. Außergewöhnlich aufgrund seiner Geschichte, die sich noch heute selbst in zahlreichen erhaltenen Festungen und Festungsruinen erzählt. Und außergewöhnlich aufgrund seiner Nachbarschaft zur Schweiz, die mit ungewöhnlichen Grenzverläufen und Situationen aufwartet. Wir, Arman und Schlicker, werden dort unsere Fotografiesucht ausleben. Touren im wunderschönen Hegau mit vulkanischer Landschaft und Wäldern sind an der Tagesordnung. 4 Tage sind strikt verplant, um möglichst viel vor die Linse zu bekommen. Viel Arbeit und viel Ehrgeiz treibt uns an, diese Landschaft mehr zu betrachten. So, wir haben jetzt gerade gefrühstückt, sind jetzt auf dem Weg zum Auto. Gleich fahren wir zum Hohentwiel. Wir werden dort die Landschaft fotografieren, die Gegend erkunden. Und im Auto kriegen wir noch ein paar Statements und ein paar Antworten von meiner Oma. Die lebt hier in dem Haus und kann uns dann noch ein bisschen was erzählen. So, wir fahren jetzt an Kreisel, der ist neu gemacht. Da geht es gleich auf die Autobahn. Der Hohentwiel liegt vor uns. Ist ein Schäfer da oben, der hat hunderte von Schafen. Eine Schäferei, der hat auch einen Laden, einen, ja, was ist das? Macht Käse, macht Wurst, Käse, alles aus Lamm. Lammfelle kann man kaufen. Ihr Kinder seid alle auf Lammfellen vom Hohentwiel groß geworden. Der Hohentwiel gehörte ja, den gibt es ja seit 1500 oder so irgendwie, müsst ihr mal aber genau nachschauen. Raubritter und alles Mögliche, der Wiederhold ließ den zerstören. Das ist das Gasthaus hier. Das kleine Museum der Geschichte des Hohentwiels. Hier kann man Informationen der Burg vom Entstehungsjahr anfinden. Über die Zerstörung damals von den Franzosen 1800,
der Besitzer und deren Geschichten sowie vieles mehr. Verschiedene Quellen geben uns viele Informationen, aber auch für Kinder und Jugendliche gibt es viele Grafiken und Modelle. Das Ganze ist kostenlos begehbar und außerdem hat man hier die Möglichkeit, Karten für die Begehung der 900 Jahre alten Burg auf dem stillen Vulkan Hohenwiel zu kaufen. Hier sieht man zum Beispiel das Modell der gesamten Burg zu ihren besten Zeiten. Diese Karte symbolisiert einen Krieg, in den der Hohenwiel verwickelt war. So, wir sind jetzt hier ganz oben auf dem Hohenwiel und konnten schon einige Bilder von Singen machen. Fun Fact, wusstet ihr übrigens, dass nachdem Napoleon die komplette Ruine hier, beziehungsweise damals war es noch eine Burg, zerstört hatte, die Ruine erst zu Schwaben gehörte und dann erst ab 1960 für Singen bestimmt wurde. Wir sehen uns nachher, ich werde jetzt noch ein paar geile Aufnahmen machen. Bis gleich. Wir sind jetzt wieder runter von der Burg, haben alles gesehen, haben alles fotografiert. Aber eine Sache fehlt uns noch, und zwar die Weinberge. Eine ziemlich große Spezialität noch in der Gegend. Wir sind gerade auf dem Weg. Weiteres gibt es gleich. So, wie ihr seht, befinden wir uns jetzt hier beim Weinberg. Und dieser Weinberg ist der höchstgelegene in ganz Deutschland. Die Weinplantagen ziehen sich den ganzen Berg runter ins Tal. Über uns befindet sich der Hohenwiel. Was ich auch immer ganz interessant finde, sind die Bewässerungsanlagen der einzelnen Weinsträucher. Die werden automatisch bedient und alle werden auf einmal bewässert. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen nach einer sehr, sehr langen, anstrengenden, aber auch natürlich auch geilen Fototour über den Hohenwiel. Wir werden jetzt nochmal die Bilder bearbeiten, das Video schneiden und dann werden wir direkt ins Bett gehen. Es wird wieder spät in die Nacht werden, wir haben ziemlich viel zu tun. Wir sehen uns morgen dann beim Frühstück.
Wir sind gerade aufgestanden. Tag 2 hat begonnen. Heute geht's nach Konstanz. Jetzt frühstücken wir erstmal, machen uns fertig und dann sehen wir uns gleich beim Frühstück. Also wir sind jetzt gerade wieder aufgestanden, frühstücken jetzt und dann geht's auch nach Konstanz. Also wir haben gerade gefrühstückt, wir haben noch ein paar cinematische Aufnahmen gemacht und jetzt werden wir einpacken und dann zum Bahnhof fahren und dann ist unser Ziel Konstanz. Konstanz, eine Stadt mit 86.000 Einwohnern, 15 Stadtteilen, darunter ein sehr schöner mittelalterlicher Stadtabschnitt. Hier waren wir vor Ort, um das Treiben der Stadt auf unseren Kamerachip zu ballern. Besonders Street Photography hatte es uns sehr angetan, aber auch der Hafen und die ziemlich zentral liegende Innenstadt waren sehr beliebt. Am Ende sind wir zwar erschöpft, aber mit super Aufnahmen mit dem Zug nach Hause gefahren. So, wir sind jetzt hier in Konstanz angekommen und werden versuchen, diese Stadt mit dem mittelalterlichen Touch zu fotografieren und den Bodensee auch noch in Szene zu setzen. In Singen ist besonders ein Haus auch sehr bekannt. Die Dorner Mühle, unsere Unterkunft, hat eine sehr lange Vergangenheit. Christa, die uns beherbergt, hat uns etwas über die Dorner Mühle und ihre Geschichte erzählt. Ja, also ich lebe seit 1981 hier. Wir haben vorher am Tannenberg oben ein großes Haus gehabt und durch Insolvenz mit unserer Baufirma mussten wir uns was Neues suchen. Wir brauchten aber auch einen Lagerplatz für unsere Geräte und da bot sich dann durch die Stadt Singen diese alte Dorner Mühle an. Die Dorner Mühle war ist wohl schon ein ganz altes Haus. Also wir wissen, dass es 1530 dieses Haus schon gab. Und so sah es eigentlich auch aus, wie wir es übernommen haben. Es war schrecklich, 10 Jahre nicht bewohnt. War erst immer eine Mühle, eine Kornmühle. Meine Mutter hat schon, die ist 1903 geboren, musste als Kind schon von der Hohen Kreerstraße hier hinlaufen und Mehl holen. Also ist es ein altes Gebäude und nachher wurde es Sägewerk Renner. So, wir sind jetzt hier bei den Stromkästen, bei den ziemlich vielen. Wie man sieht, ist nur noch einer von den ca. 15 in Betrieb. Warum sind das so viele? Ganz einfach, früher war das hier alles ein altes Sägewerk und jede einzelne Werkstatt brauchte einen eigenen Stromkasten. Deswegen haben wir hier, ich weiß nicht, es sind glaube ich insgesamt 15 Stück, jetzt wie gesagt nur noch der vom Stall in Betrieb und der halt für das Resthaus Licht und so weiter.
So, wir sind jetzt hier im Gewölbeschuppen. Der wurde früher wahrscheinlich für Lebensmittel verwendet. Heute dient er leider nur noch zum Geräteschuppen, als Geräteschuppen. Und im Hintergrund befindet sich noch das Heizöllager, womit dann geheizt wurde. Eine alte Familie auch aus Singen, die wohnte hier, die Familie Renner, und hat das Sägewerk, sind dann nachher umgezogen 1970 ins Industriegebiet und somit stand dieses Gebäude leer und wir haben es dann ein bisschen aufgefrischt und leben seit 1981, seit 37 Jahren hier. So, wir begeben uns jetzt auf die Fahrt zum Stein am Rhein bzw. zum Hohen Kling. Die Stadt ist bekannt für die Fachwerkhäuser und die aufwendig bemalten Fassaden. Mit etwas Glück gelingt uns heute Abend ein perfekter Sonnenuntergang. Wir sehen uns im Städtchen. Wir befinden uns jetzt auf dem Burgwart der Burg Hohen Klingen. Unter diesem Turm befindet sich unter anderem ein großes Burgverlies. Dieses dürfen wir aber leider nicht filmen wegen des Urhebergesetzes. Wenn man ganz hoch hinaufsteigt, hat man einen perfekten Blick über die wunderschöne und eindrucksvolle Landschaft des Hegaus. Auch das kleine Schweizer Städtchen Stein am Rhein lässt sich sehen. Mit seinen alten Fachwerkhäusern und Fassadenmalereien kommt schon fast ein Mittelalter-Feeling auf. Besonders heraus sticht dabei der schön verzierte Kirchturm, der zusammen mit dem Kloster das höchste Element des Dorfes ist. Auch bekannt ist die Rheinbrücke, die es schon seit dem 12. Jahrhundert gibt. Damals bestand sie noch aus Holz. Nach vielen Mehrbauten und Reparaturen ist sie heute allerdings aus Beton gefertigt. Das Herzstück des Dorfes ist allerdings das Rathaus, das im Jahre 1540 gebaut wurde. Auch wurde das Haus lange als Tuch-, Korn- und Kaufhaus benutzt. Wir werden jetzt die Sachen einpacken, unsere Fototaschen und Stative. Und unser Ziel ist dann Schaffhausen und der Rheinfall.
Wir sind jetzt hier in Schaffhausen am Rheinfall und werden jetzt hier mit ND-Filtern auf unseren Objektiven, das macht das Ganze dunkler, das ganze Bild, sodass wir länger belichten können und das Wasser dann geschmeidiger aussieht, fotografieren. Wunderschöne Landschaften, kleine Dörfer und Städtchen, unglaubliche Motive. So kennt man den Hegau. Leider ist unsere Reise an dieser Stelle jetzt vorbei. Doch wer weiß, ob es nicht vielleicht doch noch eine XXL-Fototour 2019 geben wird. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei meiner Oma Christa bedanken, ohne die diese Reise überhaupt nicht umsetzbar gewesen wäre. Auch möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir in diesem langen Video nicht alle Informationen über die Reise verarbeitet haben. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf arman.schlieker.info. Dort findet ihr detaillierte Tagesberichte und viele Fotogalerien. Thank you.